Ja, hallo und herzlich willkommen. Ihr seid richtig hier auf dem Kanal, wenn ihr euch für Börse, Investment und Trading interessiert. Mein Name ist Jens Rabe und ich bin gerade in Griechenland im Urlaub und eigentlich wollte ich überhaupt keine Videos machen in dieser Zeit, aber jetzt habe ich ein Buch hier gelesen und das möchte ich euch dann doch noch kurz vorstellen. Und zwar geht es hier um ein Buch von, nein, eigentlich nicht von wem es ist, sondern über wen es ist. Es ist eine Biografie und zwar über John D. Rockefeller. Ihr könnt es ja sehen. Und warum mir das Buch so gut gefallen hat, das gibt's jetzt im Video. John D. Rockefeller, Symbolfigur der amerikanischen Gründerzeit. Ich habe mir dieses Buch kurz vor dem Urlaub noch gekauft. Erstens, weil ich lese im Urlaub ganz gern oder prinzipiell lese ich gerne Biografien. Weil ich finde, aus Biografien kann man immer sehr, sehr viel lernen und ich nehme nicht so gerne Fachbücher mit in den Urlaub. Ne? Also Fachbücher finde ich immer so ein bisschen langweilig, die zu lesen. Es soll natürlich immer irgendwas sein, wo man auch was mitnehmen kann, aber es muss jetzt nicht immer zwingend ein Fachbuch sein, was so ganz, ganz wissenschaftlich ist. Ja, und dieses Buch hier von Rockefeller, das hatte ich schon lange auf meiner Wunschliste. Wir haben es dann kurz bevor wir losgefahren sind noch gekauft. Das ist die deutsche Original-Erstausgabe. Die ist erschienen 1987. 87. Also ja, dann doch auch schon ein Stück her. 29 Jahre immerhin. Und es ist ein wirklich bemerkenswertes Buch über Rockefeller. Der Name ist ja heute immer noch sehr bekannt. Man sagt immer noch, reich wie Rockefeller. Rockefeller, das verbindet man immer noch mit Reichtum. Und Rockefeller galt ja lange Zeit als der reichste Mensch der Welt, der erste Milliardär. Allerdings, und das wird in diesem Buch auch sehr schön geklärt, er war niemals der reichste Mensch der Welt, sondern das war ein anderer Bekannter, nämlich Carnegie, der Stollmagnat. Was ist jetzt so interessant an diesem Buch? Natürlich, wenn man sich für Geschichte interessiert, ist es einfach spannend zu sehen, dass die Leute oder dass jemand wie Rockefeller, wie die einfach die amerikanische Wirtschaft beeinflusst haben. Er hat ja damals eines der größten Ölimperien, die es jemals gegeben hat, aufgebaut. Dieses wurde dann später zerschlagen und man kann so ein bisschen Parallelen sehen zu dem, was man auch heute immer noch erkennt. Also was hat Microsoft versucht, hat ja auch versucht, eine Monopolstellung sich aufzubauen. Was versucht Google gerade und wie greift auch da die Regierung, wie greifen die auch an? Falls übrigens hier im Hintergrund immer mal so ein bisschen es etwas lauter klingt, das liegt einfach daran, ich sitze hier gerade in unserem Haus, nicht unser Haus, sondern das Haus eines guten Freundes. Und mein kleiner Sohn macht drin Mittagsschlaf und ich sitze hier auf dem Balkon und ab und an fährt halt mal ein Auto vorbei und die Griechen fahren dann auch doch manchmal ein bisschen schneller. So, und also Rockefeller hat also versucht mit der Standard Oil das erste Monopol der Welt zu schaffen, aber es wird eben auch sehr schön gezeigt, warum er das gemacht hat. Und viele denken immer, er hat das gemacht reinweg nur um Geld zu verdienen. Und er sagt allerdings selbst in einem Zitat, was in den Archiven zu finden ist, und zwar hat er da was Interessantes gesagt, nämlich Reichtum ist keine Auszeichnung, wenn keine andere Leistung für mich sprechen als die Anhäufung von Reichtum, dann ist das ein armseliger Erfolg in meinem Leben. Und das zieht sich eigentlich so durch das ganze Buch, dass Rockefeller eigentlich gar nicht so sehr das Geld im Vordergrund oder im Sinn hat. Er sagt, ich will unbedingt der Reichste werden. Natürlich, er wollte wohlhabend werden, er wollte reich werden, aber er hatte eben ein Ziel, er wollte etwas schaffen. Das hat er mit der Standard Oil Company auch getan. Und das ist natürlich eine gute Sache, das mal wieder zu lesen, dass es eben, wenn man etwas anfängt, sei es jetzt Börse, Investment oder auch jeden anderen Bereich im Leben, und es geht eben nur um das Thema Geld, dann wird man da wahrscheinlich keinen allzu großen Erfolg haben, sondern man muss einfach eine große Sache angehen, ein großes Ziel, was man persönlich hat, und dann kommt in der Regel, wenn man beharrlich ist, wenn man fleißig ist und so weiter, das Geld auch von ganz alleine. Noch eine andere Sache fand ich ganz interessant, nämlich das, was so typisch ist für die Amerikaner, dass Rockefeller auch sehr, sehr viel seines Geldes gestiftet hat. Und das auch schon zu Lebzeiten. Und es ist immer hier so aufgeführt, was hat er denn pro Jahr so für Vermögen gehabt und was hat er da gestiftet. Und da sieht man eben, dass er in der Regel so zwischen 1 und 3% seines jährlichen Einkommens
gespendet hat, aber er hat auch dann mal hier zwischendurch mal 20% gespendet. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was wir alle lernen können, nämlich, dass nur derjenige letztendlich zu Geld kommt, der auch gibt. Also das heißt, wer immer nur ganz verbissen alles um sich schaut, ich habe auch solche Leute kennengelernt, die haben sich immer vorgenommen, sie wollen was ganz Großes machen und wenn sie dann irgendwie mal Geld haben, dann fangen sie auch mal an, irgendwas für wohltätige Zwecke auszugeben. Alles Blödsinn, man muss immer anfangen, egal wo man steht, und wenn man eben nur 100 Euro hat, dann kann man trotzdem einen Euro spenden, und wenn man eben 10.000 hat, dann kann es ein bisschen mehr werden, wenn man 1 Million hat, kann es dann noch ein bisschen mehr werden, aber man muss eben mal irgendwann anfangen, also solche Gewohnheiten, die man hat, die muss man frühzeitig anfangen, und da spielt es eben nicht die entscheidende Rolle, wie viel es ist, was man eben zum Beispiel jetzt hier gibt, sondern dass man es macht, damit das einfach so eine Gewohnheit wird, damit man sich einfach daran gewöhnt. Also, wer sich für amerikanische Geschichte interessiert, für amerikanische Wirtschaftsgeschichte, dem kann ich dieses Buch durchaus empfehlen. Ihr könnt das sicherlich bei Amazon oder irgendwo kaufen für ein paar Euro, 2-3 Euro. Wie gesagt, gibt es gar nicht mehr neu, sondern ist ein altes Büchlein. Ich zeige es nochmal hier in die Kamera. David Freeman Hawkey hieß der Schriftsteller, warum auch, der ist mittlerweile schon längst gestorben. John D. Rockefeller, Symbolfigur der amerikanischen Gründerzeit. Rockefeller übrigens 98 Jahre alt geworden und hat sich bis zuletzt mit dem Geschäft beschäftigt. War also immer mit dabei, hat immer ein bisschen mitgemacht. Sehr, sehr schönes Buch, leicht zu lesen. Ich habe es hier ein paar Tagen am Strand einfach so weggelesen und ist eine schöne Urlaubslektüre. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euch bis dahin alles Gute. Servus, macht's gut. Bye, bye.